Der Alchemist von Paulo Coelho, zweiter Teil, Kapitel 6. Der Engländer saß in einem Gebäude, das nach Tieren, Schweiß und Staub roch. Man konnte es kaum als Lagerhaus bezeichnen. Es glich eher einem Stall. Ein Leben lang habe ich studiert, um an solch einem Ort zu enden, dachte er, während er zerstreut in einer auf Alchemie spezialisierten Zeitschrift blätterte. 10 Jahre Studium für einen Viehstall. Aber er musste weitermachen. An Zeichen glauben. Sein ganzes Leben, sein ganzes Studium war auf die Kenntnis der einen Sprache ausgerichtet, die das Universum spricht. Zuerst hatte er sich für Esperanto interessiert, danach für Religionen und schließlich für die Alchemie. Inzwischen konnte er Esperanto sprechen, er verstand auch die verschiedenen Religionen, aber er war immer noch kein Alchemist. Sicherlich hatte er wichtige Dinge zu entschlüsseln gelernt, aber seine Nachforschungen hatten einen Punkt erreicht, wo er keine Fortschritte mehr machte. Vergeblich hatte er versucht, mit dem einen oder anderen Alchemisten in Kontakt zu treten. Aber das waren merkwürdige Personen, die nur an sich selber dachten und fast immer jede Hilfe verweigerten. Wer weiß, vielleicht hatten sie den Stein der Weisen entdeckt und hüllten sich deshalb in Schweigen. Einen Teil seines Vermögens, welches ihm sein Vater hinterlassen hatte, hatte er bereits bei der Suche nach dem Stein der Weisen verbraucht. Für diesen Zweck hatte er die besten Bibliotheken der Welt aufgesucht und die wichtigsten und seltensten Werke über Alchemie gekauft. In einem davon stand zu lesen, dass vor vielen Jahren ein berühmter arabischer Alchemist Europa einen Besuch abgestattet habe. Er war angeblich über 200 Jahre alt und hatte den Stein der Weisen sowie das Elixier des langen Lebens entdeckt. Diese Geschichte beeindruckte den Engländer, aber er hätte sie als eine weitere Legende abgetan, wenn nicht zufällig ein Bekannter von ihm, der von einer archäologischen Wüstenexpedition zurückgekehrt war, von einem alten Araber berichtet hätte, der außergewöhnliche Kräfte besaß. Er wohnt in der El-Fayum-Oase, hatte der Bekannte gesagt, und man erzählt sich, dass er 200 Jahre alt sei und jedes Metall in Gold verwandeln könne. Der Engländer war außer sich vor freudiger Erregung gewesen. Er hatte sich von allen seinen Verpflichtungen freigemacht, die wichtigsten Bücher herausgesucht und war schließlich hierher gelangt, in diesen Schuppen, der einem Stall glich, während sich dort draußen eine riesige Karawane zur Sahara-Durchquerung rüstete. Die Karawane würde durch El Fayum kommen. »Ich muss diesen verfluchten Alchemisten unbedingt kennenlernen«, dachte der Engländer, und die Ausdünstung der Tiere erschien ihm etwas erträglicher. Ein junger Araber, beladen mit Gepäck, kam herein und begrüßte den Engländer. »Wohin gehst du?«, fragte ihn der Jüngling. »In die Wüste«, antwortete der Engländer kurz und widmete sich weiter seiner Lektüre. Er hatte keine Lust zum Reden. Schließlich musste er alles wiederholen, was er im Lauf der 10 Jahre gelernt hatte, denn der Alchemist würde ihn sicherlich einer Art Prüfung unterziehen. Der junge Araber nahm ein Buch heraus und begann ebenfalls zu lesen. Das Buch war auf Spanisch geschrieben. »Gott sei Dank«, dachte der Engländer, denn er konnte wesentlich besser Spanisch als Arabisch sprechen, und wenn der Jüngling auch bis El Fayum reisen sollte, dann hätte er wenigstens Unterhaltung, wenn es gerade nichts Wichtigeres zu tun gab. Kapitel 7. »Wie lustig«, dachte der Jüngling bei sich, während er versuchte, die Szene der Beerdigung, mit der das Buch begann, noch einmal zu lesen. »Vor beinahe 2 Jahren fing ich hiermit an und kam nicht über die ersten Seiten hinaus.
Selbst ohne einen König, der ihn unterbrach, konnte er sich nicht konzentrieren. Er war sich nämlich seines Entschlusses noch nicht ganz sicher, aber er hatte etwas Wichtiges festgestellt. Die Entscheidungen waren nur der Anfang von etwas. Wenn man einen Entschluss gefasst hatte, dann tauchte man damit in eine gewaltige Strömung, die einen mit sich riss zu einem Ort, den man sich bei dem Entschluss niemals hätte träumen lassen. Als ich mich auf die Suche nach meinem Schatz begab, hätte ich niemals vermutet, dass ich in einem Kristallwarengeschäft arbeiten würde, dachte er und fühlte sich in seinen Überlegungen bestätigt. Ebenso kann ich mich zwar für diese Karawane entscheiden, aber wohin sie mich führen wird, das bleibt ein Geheimnis. Vor ihm saß der Europäer, der auch las. Er war unsympathisch und er hatte ihn mit Verachtung gemustert, als er hereinkam. Sie hätten eigentlich Freunde werden können, aber der Fremde blockte die Unterhaltung ab. Der Jüngling schloss sein Buch. Er wollte nichts tun, was ihn mit dem Europäer gleich werden ließ. So nahm er Urim und Thummim aus der Tasche und begann damit zu spielen. Da schrie der Ausländer auf: »Urim und Thummim!« Hastig verstaute der Jüngling die Steine. »Die sind nicht zu verkaufen.« »Sie haben auch keinen großen Wert«, sagte der Engländer. »Es sind nur Bergkristalle. Von diesen Gesteinen gibt es Tausende auf der Welt. Aber für den Kenner sind dies Urim und Thummim. Mir war nicht bekannt, dass sie auch in dieser Gegend vorkommen.« »Es war das Geschenk eines Königs«, sagte der Jüngling. Da verstummte der Fremde. Dann steckte er die Hand in seine Hosentasche und zog zwei ebensolche Steine hervor. »Du erwähntest einen König«, sagte er, »und ihr glaubt nicht, dass sich ein König mit einem einfachen Hirten unterhält?« meinte der Jüngling und wollte hiermit das Gespräch beenden. Ganz im Gegenteil, die Hirten waren die ersten, die einen König erkannten, während sich die übrige Welt weigerte, ihn anzuerkennen. Darum ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Könige mit Hirten unterhalten. Und aus Angst, dass ihn der Jüngling nicht verstehen würde, fügte er noch hinzu: Das steht in der Bibel, demselben Buch, welches mich lehrte, Urim und Thummim zu verwenden. Diese Steine waren die einzige von Gott gebilligte Art des Wahrsagens. Die Priester trugen sie auf einem goldenen Brustpanzer. Da war der Jüngling froh, an diesen Ort gekommen zu sein. »Das soll vielleicht ein Zeichen sein«, sagte der Engländer mehr zu sich selbst, so als ob er laut dachte. »Wer hat euch von Zeichen erzählt?«, fragte der Jüngling mit wachsendem Interesse. »Alles im Leben besteht aus Zeichen«, antwortete der Engländer und schlug seine Zeitschrift zu. »Das Universum besteht aus einer Sprache, die jeder verstehen kann, die wir aber verlernt haben. Nun bin ich unter anderem auf der Suche nach dieser universellen Zeichensprache. Deshalb bin ich hier. Ich muss einen Mann aufsuchen, der diese Sprache beherrscht. Einen Alchemisten.« Die Unterhaltung wurde vom Chef des Lagerhauses unterbrochen. »Ihr habt Glück«, sagte der dicke Araber. »Heute Nachmittag zieht eine Karawane nach El Fayum los.« »Aber ich will nach Ägypten«, entgegnete der Jüngling. »El Fayum liegt doch in Ägypten«, bemerkte der Chef. »Was bist du nur für ein Araber?« Hierauf erwiderte der Jüngling, dass er Spanier sei. Dies erfreute den Engländer. Der junge Mann war zwar wie ein Araber gekleidet, aber doch Europäer. »Der sagt Glück, wenn er von Zeichen spricht«, bemerkte der Engländer, als der Dicke gegangen war. »Wenn ich könnte, würde ich eine gewaltige Enzyklopädie über die Worte Glück und Zufall verfassen, denn diese Worte sind Teil der universellen Sprache.« Danach erklärte er dem Jüngling, es sei kein Zufall, dass er ihn mit Urim und Thummim
in der Hand angetroffen habe. Er fragte ihn, ob er sich auch auf der Suche nach dem Alchemisten befände. »Ich bin auf der Suche nach einem Schatz«, antwortete der Jüngling, »doch im gleichen Augenblick bereute er es.« Aber der Engländer hatte es nicht beachtet. »Ich auch, in gewisser Weise«, sagte er. »Und eigentlich weiß ich nicht einmal, was Alchemie bedeutet«, ergänzte der Jüngling, als sie der Chef des Lagerraumes herausrief. Kapitel 8. »Ich bin der Anführer der Karawane«, sagte ein Mann mit langem Bart und dunklen Augen. »Somit trage ich die Verantwortung über Leben und Tod jedes Einzelnen. Denn die Wüste ist wie eine launische Frau und treibt die Menschen manchmal in den Wahnsinn.« Es waren fast 200 Menschen und doppelt so viele Tiere versammelt. Es gab Kamele, Pferde, Esel und Vögel. Es gab Frauen, Kinder und einige Männer mit Säbeln am Gürtel oder langen Gewehren auf den Schultern. Der Engländer führte mehrere Kisten voller Bücher mit sich. Ein gewaltiges Gemurmel erfüllte den Platz, und der Anführer musste seine Worte mehrmals wiederholen, bis alle sie verstanden. »Hier gibt es die unterschiedlichsten Menschen, die verschiedene Götter in ihren Herzen verehren. Aber mein einziger Gott ist Allah, und bei ihm schwöre ich, dass ich mein Möglichstes tun und mein Bestes geben werde, um auch diesmal wieder die Wüste zu bezwingen. Nun möchte ich, dass jeder von euch im Namen seines Gottes schwört, dass er mir unter allen Umständen bedingungslos gehorchen wird. Denn in der Wüste kann Ungehorsam den Tod bedeuten.« Ein allgemeines Gemurmel setzte ein, denn ein jeder schwor Gehorsam im Namen seines Gottes. Der Jüngling schwor bei Jesus Christus. Der Engländer schwieg. Das Gemurmel hielt noch eine Weile an, weil die Leute auch um den Schutz des Himmels baten. Dann ertönte ein langer Hornton, und jeder bestieg sein Tier. Sowohl der Jüngling als auch der Engländer hatten sich Kamele zugelegt und bestiegen sie mit einiger Mühe. Dem Jüngling tat das Kamel des Engländers leid, weil es mit schweren Bücherkisten beladen war. »Es gibt keine Zufälle«, sagte der Engländer und versuchte, das Gespräch aus dem Lagerraum fortzusetzen. »Es war ein Bekannter, der mich hierher führte, weil er einen Araber kannte, der...« Aber die Karawane setzte sich in Bewegung, so dass es unmöglich wurde, den Engländer zu verstehen. Doch der Jüngling wusste, um was es sich handelte. Die geheimnisvolle Kette, in der ein Ereignis mit dem nächsten zusammenhing, die ihn Hirte werden und ihn dann den gleichen Traum mehrmals träumen ließ, die ihn in eine Stadt nahe bei Afrika führte, um einem König zu begegnen, die bewirkte, dass man ihn beraubte, damit er einen Kristallwarenhändler kennenlernte, um dann, je näher man seinem Traum herankommt, umso mehr wird der persönliche Lebensweg zum eigentlichen Lebensziel, dachte der Jüngling. Kapitel 9. Die Karawane machte sich in Richtung Sonnenuntergang auf den Weg. Sie reiste vormittags, machte Pause, wenn die Sonne am höchsten stand, und zog nachmittags weiter. Der Jüngling unterhielt sich wenig mit dem Engländer, da dieser die meiste Zeit mit seinen Büchern beschäftigt war. So begann er schweigend den Marsch der Tiere und der Menschen durch die Wüste zu beobachten. Jetzt war alles ganz anders als am Tag der Abreise. An jenem Tag hatte ein heilloses Durcheinander und Geschrei geherrscht. Kinderweinen hatte sich mit dem Schreien der Tiere und mit den nervösen Anordnungen der Führer und der Händler vermischt. In der Wüste dagegen gab es nur den ewigen Wind, die Stille, den Hufschlag der Tiere. Selbst die Führer unterhielten sich wenig miteinander. »Ich habe diese Dünen schon oft durchquert«, sagte ein Kameltreiber eines Abends. »Aber die Wüste ist so gewaltig, die Horizonte sind so fern, dass man sich sehr klein vorkommt und vor Ehrfurcht verstummt.« Der Jüngling konnte gut verstehen,
was der Kameltreiber meinte, auch ohne zuvor eine Wüste durchquert zu haben. Immer wenn er das Meer oder Feuer betrachtete, konnte er stundenlang still sein, ohne an etwas zu denken, versunken in die Unermesslichkeit und die Kraft der Elemente. Ich habe schon von Schafen und von Kristallen gelernt. Warum sollte mich die Wüste nicht auch etwas lehren? Überlegte er. Sie scheint mir noch älter und weiser zu sein. Der Wind hörte niemals auf. Der Jüngling erinnerte sich an den Tag, als er denselben Wind auf der Festung in Tarifa gespürt hatte. Vielleicht strich er in diesem Moment sanft über die Wolle seiner Schafe, die auf der Suche nach Wasser und Nahrung durch die Weiten von Andalusien zogen. Eigentlich sind sie es gar nicht mehr. Sie sind nicht meine Schafe, sagte er sich ohne Bedauern. Sie haben sich bestimmt schon an einen neuen Hirten gewöhnt und mich vergessen. Das ist auch gut so. Wer wie die Schafe gewöhnt ist, umherzuziehen, weiß auch, dass man immer eines Tages Abschied nehmen muss. Dann dachte er an die Tochter des Tuchhändlers und war sich sicher, dass sie bereits verheiratet war. Vielleicht mit einem Obstverkäufer oder sogar mit einem Hirten, der auch lesen konnte und ausgefallene Geschichten zu erzählen wusste. Gewiss war er nicht der Einzige. Und ihn beeindruckte seine Vermutung. Lernte er jetzt womöglich jene universelle Sprache verstehen, die die Vergangenheit und Gegenwart eines jeden Menschen erfahrbar macht? Ahnungen, pflegte seine Mutter zu sagen. Der Jüngling begann zu verstehen, dass diese Ahnungen ein kurzes Eintauchen der Seele in den universellen Lebensstrom sind, in dem die Lebensgeschichten aller Menschen miteinander verbunden sind und aus dem wir alles erfahren können, denn alles steht geschrieben. Maktub, sagte der Jüngling und erinnerte sich an den Kristallhändler. Die Wüste bestand bald aus Sand und bald aus Stein. Wenn die Karawane auf einen Felsbrocken stieß, dann umging sie ihn weitläufig. Wenn der Sand zu weich für die Kamelhufe war, dann suchte sie einen Umweg, wo der Sand widerstandsfähiger war. Manchmal war der Boden, wo einst ein See existiert haben musste, mit Salz überzogen. Dann streikten die Tiere. Und die Kameltreiber stiegen ab und entluden sie. Dann packten sie sich die Lasten auf die eigenen Schultern, durchquerten das schwierige Gelände und beluden die Tiere aufs Neue. Wenn ein Führer erkrankte oder starb, dann bestimmten die Kameltreiber durch das Los einen neuen. Nie aber verlor die Karawane ihr Ziel aus den Augen, wie viele Umwege sie auch machen musste. Waren die Hindernisse überwunden, wandten sie sich wieder dem Stern zu, der die Position der Oase angab. Wenn die Leute morgens den leuchtenden Stern am Firmament sahen, wussten sie, dass er einen Ort mit Frauen, Wasser, Datteln und Palmen anzeigte. Nur der Engländer bemerkte es nicht. Er war die Zeit über in die Lektüre seiner Bücher vertieft. Der Jüngling besaß auch ein Buch, welches er während der ersten Reisetage zu lesen versuchte. Aber er fand es viel unterhaltsamer, die Karawane zu beobachten und dem Wind zu lauschen. Als er sein Kamel besser kennen und schätzen gelernt hatte, warf er das Buch fort. Es war unnötiger Ballast. Und dennoch hatte er abergläubisch gehofft, jedes Mal, wenn er das Buch aufschlug, einem bedeutsamen Menschen zu begegnen. Inzwischen hatte er sich mit dem Kameltreiber angefreundet, der immer an seiner Seite ritt. Nachts, wenn sie sich alle um die Lagerfeuer versammelten, erzählte er dem Kameltreiber von seinen Erlebnissen als Hirte. Während einer dieser Unterhaltungen begann der Kameltreiber aus seinem Leben zu erzählen. »Ich wohnte an einem Ort in der Nähe von Al-Kahira«, sagte er. »Ich hatte einen Gemüsegarten, meine Kinder und ein ruhiges Leben, das ich bis zu meinem Tod nicht ändern sollte.
In einem Jahr, in dem die Ernte ergiebiger war, reisten wir nach Mekka, womit ich die einzige Verpflichtung einlöste, die mir in meinem Leben noch geblieben war. Nun konnte ich in Frieden sterben, und das war ein gutes Gefühl. Doch eines Tages bebte die Erde, und der Nil stieg über seine Ufer. Das, von dem ich glaubte, dass es nur den anderen passieren könnte, ist mir selber geschehen. Meine Nachbarn befürchteten, ihre Olivenbäume bei der Überschwemmung zu verlieren. Meine Frau befürchtete, dass unsere Kinder ertrinken könnten. Und ich hatte panische Angst, es würde zerstört, was ich mir geschaffen hatte. Aber es half nichts. Der Boden wurde untauglich, so dass ich einen anderen Weg finden musste, um meine Familie zu ernähren. Heute bin ich Kameltreiber. Damals habe ich Allahs Worte begriffen. Niemand muss das Unbekannte fürchten, weil jeder Mensch das erreichen kann, was er will und was er braucht. Wir fürchten uns lediglich vor dem Verlust dessen, was wir besitzen, fürchten um unser Leben oder die Felder, die wir bestellt haben. Aber diese Angst vergeht, wenn wir begreifen, dass unsere Geschichte und die Geschichte der Erde von derselben Hand geschrieben wurden.